Die Krähe. Von Mädchens Zeichnungen. Ne, von Sagas Zeichnungen. So hieß sie. Die Krähe. Mir ist kalt und langweilig. Ich habe Hunger und mir tut der Hintern weh. Und Durst habe ich auch. Aber nö, ich beklage mich nicht. Das macht Spaß. Ich starre gern Gebäude an, die ganze Nacht lang. Jede Nacht, bis mir die Augen bluten. Hab ich euch schon erzählt, dass ich heute Morgen bei einer Ahne war? Tja, war ich. Mir geht's nicht so gut. Sie tut mir leid. Was sie damals tat, hielt sie doch für das Richtige. Inu, bitte bleibt aufmerksam. Oh, worauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit denn richten? Wir beobachten das Gebäude jetzt seit einer Woche. Da drin ist rein gar nichts los. Ich wünschte, fast Liko wäre hier, nicht ich. Aber der ergreift jede Gelegenheit, nicht auf eine Mission mit euch zu müssen. Ich fasse es nicht, dass er es euch noch übel nimmt, den Offizier verschont zu haben. Ich meine, der hat uns doch nützliche Informationen geliefert. Liko benimmt sich echt wie ein Blödmann. Ihn ärgert der Verlust der Altstadt. Gut, aber was konnten wir schon tun? Ich meine, er hat doch entschieden, nicht auf eure Informationen zu vertrauen. Das ist nicht eure Schuld. Also, was ist sonst noch so bei euch los? Sag mal, was ist mit dieser Frau passiert, dieser Anna? Habt ihr und sie nichts? Es ist gar nichts passiert. Und ich hätte euch auch nichts sagen sollen. Ihr könnt mir vertrauen. Ich verrate keine Geheimnisse. Außer an all meine Freundinnen natürlich, wenn wir beim Wein zusammensitzen und... War nur Spaß. Ich habe keine Freunde, das wisst ihr. Außer euch Jungs. Ihr Jungs seid meine besten Freunde und das ist wirklich traurig. Jetzt bin ich schlecht drauf. Aber sie ist hübsch. Anna, meine ich. Schönes Haar, markante Sommersprossen und eine nette, finstere Miene. Sie würde eine gute Gefährtin abgeben. Ich bin nicht interessiert. Oh, na schön. Also, gibt es überhaupt jemanden, an dem ihr... Inu, ich bin nicht an Frauen interessiert. Ihr seid nicht interessiert an... Klar, das wusste ich doch. Ah. Natürlich, geht in Ordnung. Völlig in Ordnung. Also, wen... Seht mal, da ist was los. Oh, ja. Jemand verlässt das Haus. Rufen wir Verstärkung. Leute kommen jeden Tag aus dem Haus Kien. Sie gehen morgens rein und abends raus. Fast wie bei einem richtigen Geschäftsbetrieb. Sieht mir nicht wie ein richtiger Geschäftsbetrieb aus. Ihr seid zu misstrauisch. Muss daran liegen, dass ihr so lange unter Asadi wart. Na, was führt ihr im Schilde, Leute? Bib, was im Namen des Schattens machst du hier? Nichts. Oh, ach ja, ich habe eine Botschaft. Von Ulvik. Er sagt... Kommt sofort ins Lokal. Es hat Entwicklungen gegeben. Ich weiß nicht, was Entwicklungen sein sollen, aber Ulviks Stirn war gerunzelt, also dürfte es wichtig sein. Das ist es immer. Gut gemacht, Bib. Lassen wir Ulvik nicht warten. Ich gehe als Erste. Wenn wir getrennt eintreffen, ist das weniger verdächtig. Wie lange waren wir jetzt eigentlich fort von Makuria? Das Alvane... Gesichtsbehaarung und Haare auf dem Kopf hat. Das wundert mich gerade wirklich ein bisschen selber. Was haben wir denn da? In dieses Rohr ist eine Klappe mit Scharnieren eingesetzt. Aber ich brauche ein Werkzeug, um sie zu öffnen. Begib dich ins Rooster and Kitten. Okay. Und ich frage mich immer noch, was mit Zoe passiert ist. Manchmal beneide ich die, die nachts ihre Türen schließen und in ihren Häusern Frieden und Freude finden können. Aber deswegen kämpfen wir, damit sie es nicht tun müssen. Hinter jedem Fenster gibt es Geschichten. Da hast du recht, Keen Alvane. Was ist das denn für ein Tier? Ist das ein Dinosaurier? Sieht aber eher aus wie eine Schildkröte. Eine ausgewachsene Schildkröte. Die Heuhaufen stehen für das Erntefest. Die Zeit der Maat. Hm.
Zooster and Kitten. Ich finde den Namen so cool. Dann gehen wir mal rein. Ich will nur wissen, was mit Zoe passiert ist. Das frage ich mich die ganze Nacht. Seht ihr den Herrn, der da drüben sitzt? Nicht hingucken, ihr Dummköpfe! Beim Gleichgewicht von List habt ihr wirklich wenig Ahnung, was? Der Mann trinkt oft abends hier. Er ist ein Mechaniker der Asadi. Aber das wusste ich nicht, bis ich vorhin gehört habe, wie er mit seinem Freund über die Röhren redete. Anscheinend gibt es jetzt, wo das Röhrennetz in Betrieb ist, viel zu flicken. Und unser Mann da drüben hat ein Werkzeug zum Öffnen der Wartungsluken. Wenn wir durch eine Luke gelangen können. Kriegen wir vielleicht raus, wozu sie die Röhren verwenden? Das ist genial, Ulvik. Also, schlitzen wir ihm die Kehle auf und schmeißen ihn in die Bucht. In meinem Lokal ganz bestimmt nicht. Wenn ihn auffällt, dass wir sein Werkzeug haben, sind die Informationen, die wir erhalten, vielleicht nutzlos. Nein. Wir müssen... Und sein Werkzeug ausborgen, eine der Röhren öffnen, reinschauen und das Werkzeug zurückbringen, bevor er was merkt. Und das wolltet ihr wahrscheinlich gerade sagen, als ich euch unterbrochen habe. Tut mir leid. Wenn ihr es schaffen könnt, ohne dass er was merkt, dann halte ich euch nicht auf. Aber sollten die Asadi je vermuten, dass ich mit dem Widerstand zusammenarbeite... Das wird nicht passieren, Ulvik. Also, was machen wir, Kian? Die anderen verlassen sich jetzt auf mich. Es ist wichtig, dass ich die Führung übernehme und die Entscheidungen treffe. Ulvik hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es ist nur recht und billig, ihn in die Entscheidungsfindung einzubinden. Stimmt. Machen wir das mal. Was meint ihr, Ulvik? Ich? Naja... Ich meine, ihr drei seid schon, finde ich, auf unterschiedliche Weise. Statt darüber zu zanken, was zu tun ist, so wie das gewöhnlich passiert, könntet ihr euch doch aufteilen. Gut möglich, dass dann einer von euch auf etwas kommt, das nicht zum Mord, der völligen Zerstörung meiner Taverne oder meiner Enttarnung führt. Einverstanden. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Der Mann wird nicht ewig hier bleiben. Er sitzt vor seinem zweiten Krug. Gewöhnlich geht er nicht, bevor er mindestens drei gehabt hat. Und ich kann ihm ein paar aufs Haus anbieten, damit er länger bleibt. Dann ist es entschieden. Wir treffen uns nachher wieder hier. Der Gewinner gibt allen eine Runde aus. Nein, nein, das wäre nicht sehr motiviert. Na schön. Die ist so enthusiastisch. Das gefällt mir. Okay, wie komme ich jetzt an das Werkzeug ran? Pipe-Mechanik. Er ist ein Mechaniker, der am Rohrnetz arbeitet. Und er hat einen Kasten mit Werkzeug. Finde einen Weg, die Rohrmechanik außer Kraft, setzen. Ihr würdet nicht glauben, wie viel Arbeit erforderlich ist, damit das Netz reibungslos funktioniert. Oh, die technische Seite ist gut, aber die Montage... Da? Beim Licht, was bildet ihr euch... Oh, ich dachte, ihr wärt einer von denen. Ihr wisst schon, den Magischen. Weiß die Göttin, warum es immer noch Magische in der Stadt gibt? Ich dachte, die wären alle deportiert worden. Ach, vergesst es. Nehmt Platz, Mann, und ich gebe euch einen aus. Woher kommt ihr? Ihr hört euch an wie einer Sache. Entschuldigt, aber ich werde anderswo gebraucht. Oh, na schön, dann nächstes Mal. Ich könnte ihm mit meinem Schwertknauf eins überziehen. Aber ich glaube nicht, dass Ulvik das Recht wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Häppchen. Zu einem leckeren Happen Yams sage ich nicht nein. Hm.
Delikat. Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Oh Gott. Häppchen. Was mache ich denn jetzt? Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Ulvik? Ich brauche deine Hilfe. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Ich arbeite noch daran. Eno und Liko sind noch auf der Suche. Ihr nicht. Ihr solltet euch ranhalten. Ja. Durch diese Rohre werden wir ein besseres Leben haben. Stefan Wirklich? Heidenberger. Anscheinend haben sie ihren Spaß. Ja, sie dienen doch der Besserung der Menschheit, ist. Oder? Was bedeutet das überhaupt? Gehören Paulus. Ein jeder verlege sein Rohr. Privitärer. Darauf trinke ich. Das sind gute Leute. Ihre großzügigen Herzen seien gesegnet. Ich wünsche ihnen alle Freude der Welt. Das Schlimmste sind Krabbler in den Röhren. Ich könnte ihm mit meinem Schwertknauf eins überziehen. Ratten! Aber ich glaube nicht, dass Ulvik das recht will. Ich schnappe ihn mir einfach und laufe weiter, bis die Stadt und all das hinter mir liegt. Das war eine Sauerei. Seht ihr, wenn Blut und Gewebe in die Maschinen kommen, hilft mir nichts. Ach Mann, ich weiß ja, was ich machen muss. Dass ich den Kürbis so... Ich guck mal, was kann ich hier machen? Ich wünschte, sie würden irgendwelche Schutzmaßnahmen treffen, denn in der gesamten Göttin verlassenen Stadtkrabbeln. Ich guck mal eben. Ich vermisse die Altstadt. Markuria ist einfach nicht mehr dasselbe ohne das magische Ghetto. Psst. Was? Seht euch mal um. Das ist nicht gerade der beste Ort, um das Verschwinden der Magischen zu beklagen. Naja, ohne sie fehlt uns doch was. Wirklich besser dran ohne magische. Seid ehrlich. Hä? Was war das? Moment. Da war was. Hallo, da war doch gerade was. Sie nehmen ihr Erntefest sehr ernst. Ein ganzer Monat voller Überfluss, der in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht gipfelt. Ich muss wahrscheinlich das Lokal verlassen, oder? Um irgendwas zu finden, um ihn abzulenken. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Vielleicht muss ich auch irgendwas kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich schaue mich erstmal in der Stadt um. Das Tor ist zu. Oh. Onur Hilleris hat diese Zettel überall aufgehängt. Es ist ihm ernst mit seiner Kandidatur. Unter seiner Führung würde die Stadtwache verfaulen und vermodern. Das Ghetto ist niedergebrannt worden. Was auch immer dort noch übrig ist, liegt in Trümmern. Ich brauche Hilfe. Wahrscheinlich kann mir Bip wieder helfen. Eventuell. Ich gucke mich erstmal mal ein bisschen hier um. Vielleicht kann mir ja Bip wirklich helfen. Dann suche ich ihn mal. Leere Tische. Es ist überraschend ruhig hier draußen. Gewöhnlich sind die Tische bis spät abends voll. Aber es ist kühl und feucht. Wahrscheinlich sind sie alle drinnen und zechen. Zechen. Aber sowas von. Seit der Razzia in der Altstadt ist nachts noch mehr von der Stadt abgesperrt. Man kann zwar durch, aber man muss Fragen beantworten. Um was zu fragen? Wie zum Beispiel, wohin möchten Sie? Ist auch abgesperrt. Also komme ich nie nirgendwo mehr durch. Kann das sehe ich das richtig? Verschlossen. Ich könnte mir vermutlich gewaltsam Zutritt verschaffen, aber ich habe da drin nichts zu erledigen. Das ist irgendein historisches Wahrzeichen. Die Hirtin erwähnte den Namen Abnaxus,
Ein Botschafter der Venar, meinte sie. Ich gehe mal auf den Weg zurück, den ich gekommen bin. Was ist passiert, wenn ich da lang gehe? Da komme ich leider nicht durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist dieser komische Dinosaurier. Nee, eine Mischung aus Dinosaurier und Schildkröte. Der kann sein Schlüsselloch nicht finden oder seine Frau hat ihn ausgesperrt. In dieses Rohr ist eine Klappe mit Scharnieren eingesetzt. Aber ich brauche ein Werkzeug, um sie zu öffnen. Warte mal. Wo kam ich denn gerade? Ich kam doch aus dieser Richtung, oder nicht? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich kam doch aus dieser Richtung. Oder kam ich von dort? Ich bin verwirrt. Wo? Ich kam doch von irgendwo her. Da komme ich hoch. Null Ahnung, was ich machen muss. Das ist mir wieder typisch ich. Ich gucke mal, ob ich eins durch die Tore gehen kann. Vielleicht kann ich ja irgendwas machen in einem anderen Bereich. Sie errichten Opferfeuer für die Erntemondnacht nächste Woche. Hier finden offizielle Angelegenheiten nach Asadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Ist ja schon gut. Ich gucke, ob ich da reingehen kann. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Okay, komisch. Die können mich nicht wahrnehmen, aber ne? Aber die da, ne? Ich bin dort und komme nirgendwo weiter. Shit. Habe ich hier irgendwas, was ich benutzen kann? Kranz. Ah, da ist noch ein Röhrensystem. Das ist wahrscheinlich eine Wartungsluke. Aber sie ist verschlossen. I don't know what I'm doing. Was ich machen muss. Ich kann auch keins von diesen Dingern kaputt machen, oder? Ja, komm ich auch nicht hoch. Ach, Mann. Die Pferde turteln miteinander. Und ich hänge im Grünen. Ach, Mann. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt mir gebogen. Und bis morgen, bis ich einen Weg gefunden habe, diesen Typen abzulenken. Ciao.